So, da sind wir wieder bei Breath of Fire 2 und wir farmen ein bisschen Money, um, ja, den Botsch zu bekommen. Und das wollen wir mal eben schnell machen. Oh, da schlaft die Hälfte. Okay, jetzt ist wieder die Hälfte wach. Gut. Okay. Botsch erreicht Level 12. Juhu. Freut mich, dass er halt relativ schnell nachlevelt eigentlich. Ja, jetzt machen wir jagen. Da haben wir ja wieder Botsch dabei, da können wir eigentlich sehr gut jagen. Okay, wir haben Rindpool leider nicht dabei. Ah. Ah, schade, das fällt weg. Da hab ich. Aber Rindpool könnte ja zum Beispiel auch die Steine kaputt machen. Da ich jetzt gesehen habe, dass halt das dieses Rumpsteak oder was war das eigentlich, was wir geholt haben? Irgendein Steak? Keine Ahnung, also. Roastbeef war das, oder? Ist ja auch egal. Also, dieses Fleisch halt, was wir da mal gekriegt haben, ist ja relativ. Geldwerte können. Man vielleicht mal verkaufen, also beim Angeln ist es ja ähnlich. Aber trotzdem ein NPC nicht kommt, der uns den geheimen Angelplatz zeigt, weil ich finde, das ist nicht wert. Man liegt wirklich etwas von. So. Machen wir das hier mal kaputt. Ich hoffe, dass wir in der Folge fertig werden. Botsch. Allerspätestens nächste Folge weitermachen können, aber eigentlich möchte ich die Folge weiterkommen. Gucken, was sagt denn Geld momentan? Ja, ja. Das wird schon. $3000 sollten wir eigentlich auskommen, würde ich sagen. Ist dein Griff? Och, come on. Der Peter erreicht Level 13. Jawohl, der levelt auch. Juhu. Das. Dann halt mal ein bisschen durch die Welt laufen. Das ist nicht so schlimm. Angriff von hinten. Zwei Katzenhaie. Stahlattacke. Ich werde noch ein bisschen leben. Ich glaub's ja nicht. So. Nächster Kampf. Wieder von hinten. Wieder als erstes dran. Und liegt alles weg. Sehr schön. Wenn es denn unter 5 HP schrumpft, gehen wir uns wieder heilen. Dann locker bei 75. So, jetzt machen wir mal gut mit diesen Belzebub, weil die machen kein Money. Money. Dagegen schon. Aber jetzt ist der HP ziemlich weit unten, verdammt. Eine Attacke. 52. Naja. Abwehren, Abwehren. Aber Glück gehabt, dass du nicht casten dürfen. Nach dem Kampf auf jeden Fall erstmal wieder hoch reingehen. Noch mal eine Spezialattacke, Eisatem. Ob Stan das überlebt, bezweifle ich. Ja, das war's. Spezialattacke von Botsch, 20 Schaden, das ist halt nicht mehr. Mal auf jeden Fall heilen gehen. So. Oh.
Aber was sagt hier Manni, dass es noch nicht da, wo wir es haben wollen? So. Wie Geld gibt eigentlich so ein Steinkopf? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Wollen wir jetzt mal sehen. Und 41, ja, das ist ja relativ. Naja. Naja, der Frosch. Das probiere ich jetzt mal eben aus. Tapeta. Ah, Sache ist gut. Wenn wir hier umgucken. Jetzt treffen wir bestimmt auf übel starke Gegner. Geh schon, komm. Nee, Gott sei Dank nicht. Wegen Experimentensterben ist, glaube ich, nicht so toll. Aber gut. Der ist halt so. Das Schild möchte ich gerne mal lesen. Walkab, welches berühmt für Walkeks ist. Ganz in der Nähe. Juhu. Oh. Sucht ihr etwa nach Wahlkeksen? Wahlkapp ist ein bisschen weiter südlich. Joa. Später. Wieder mit dem Katzenhai. Weg ist er. Es gibt sogar mehr Money, ne? Ja. Botsch erreicht Level 13. Und Botsch Level und Level und Level und lässt sich aufhalten. Das ist eigentlich. Dann kommen wir mal ein bisschen vorwärts. Botsch hat jetzt sogar schon mehr Leben als Tapete. Well, warte mal, das kann auch daran liegen, dass Tapete angegriffen wurde, oder? Nee. Tatsächlich hat er mittlerweile mehr Leben als Tapete. Ja, sehr schön. Level hat sogar schon aufgeholt. Da ist der Bot schon auch weniger EP pro Level. Wer festgestellt haben, ist das unterschiedlich. In einigen der ersten Folgen war es ja festgestellt. Verschieden. Den Put zum Beispiel braucht total wenig EP irgendwie für jedes Level ab. Was für mich noch nicht ganz nachvollziehbar ist, warum das so gehandhabt wurde. Aber naja, vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Könnte ja zum Beispiel bei Botschas genauso sein, ich habe es jetzt verprüft. Könnte aber natürlich so sein, weil man ihn ja am Anfang nicht so oft dabei hat, dass man einfach schnell herleveln kann. Bei dem Crew ist es dann vielleicht ähnlich, aber warum? Ich habe sie später nachher nicht mehr Zeit lang. Ich weiß es. So, nochmal zwei Steinköpfe. Ich habe lieber Katzenhaie, die geben richtig Asche. Zwei Stück 108. Erstmal toppen. Weil sie schnell kaputt. Vielleicht gehe ich auch jetzt erstmal die Schattenrüste schon mal aus, damit Botsch ein bisschen mehr Schaden macht, damit das hier alles schneller geht. Das will ich auch mal nicht easy, ne? Oh Mann, da ist einfach ganz. Nein, nicht noch ein Eisatem. Oh mein Gott. Das kommt nicht. Bitter down. Botsch down. Das ist gut. Abwehren, na Gott sei Dank. Puh. Das ist nicht mal einen knappen Kampf. Also wenn wir noch solche Gegner verbunden hier, das ist nicht gut. Aber primär geht es uns ums Geld und nicht um die EP. Kriegen
wir ja Gott sei Dank auch so. Du? Eigentlich keine Wirkung haben sollte. Ja, schön. Oh. Gehen wir uns mal heilen, dann gehen wir erstmal in die Stadt rücken, mal Watch, dass der mehr Schaden macht. Ja, schon wichtig. Machen wir erstmal hier lang. So, dann ist hier. Hallo, wir sind ja einkaufen. Tauschen. Als erstes die Armbrust. Ja, aber das ist auch. Da wollen wir. Packen wir weg damit. So. Dann haben wir. Was haben wir denn da? Eispanzer. Der würde auf 54. Ach so, aber die Eisrüstung kann er gar nicht tragen. Hier gibt es einen Unterschied. Interessant. Kann man das schon austauschen bei ihm? Bitterhelm kann er nicht tragen. Eisrüstung. Und also jetzt noch Lämmchen. Das kann man machen. Aber ich sehe gerade, ich will auch noch das Hemdchen. Machen wir erstmal hier. Steht noch hier, aber hier können wir es nicht. Als Standard das noch nicht gehabt, okay. Boah. Ja. Okay. Machen wir das so. Na ja, das passt schon. Bei Items gekauft. Drei fehlen uns noch. Ach, was mache ich denn? So. Ah, jetzt das Boot da drüben, ne? Das sollte ich vielleicht nicht so machen. Oder wenn man drüben, dass ich ohne Tapete auch wieder hier hinkommen kann. Aber interessant, dass das Spiel auch das merkt. Ich muss mal überlegen, das Spiel kam 1996 für den Super Nintendo. Oder 94? Weiß gar nicht mehr. Was habe ich am Anfang gesagt? Egal. So, wieder zwei Steinköpfe. Gucken wir mal, ob das jetzt auswirkt. Das Upgrade auf Botched Waffe. Naja. Bisschen. Abwehren. Abwehren, sehr gut. Abwehren ist immer gut, weil dann tut die uns nichts. So, 82 Münzen, ne, was sind? Mehr als 20 Münzen weniger als bei den Fischhaien, also die, Katzenhaien. So, da hätte ich gerne mehr Katzenhaie. Gib mir Katzenhaie, die geben Kohle. Nein. Dass die halt trotzdem noch relativ wenig Damage machen. Das könnte natürlich noch am Level ein bisschen so wenig, weniger Damage machen. Da muss ich jetzt wieder schlafen gehen, weil wenn ich das nächste Mal ein Eis anmache, kriege ich wieder zwei Figuren hoch. Das sollten wir verhindern. Nervig, nervig. Weiß. Und deswegen mache ich ja die Folge auch 20 Minuten lang. Also die Farmfolgen sind meistens so um die 20 Minuten. Damit man möglichst wenige Farmfolgen hat. Und es hat ja auch nicht so Auswirkungen wie bei Secret of Mana und wird es wahrscheinlich auch nie kriegen. Ich gehe einfach nur darum, zum Zweck, Items bekommen, damit man in der nächsten Runde nicht verliert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich das überhaupt machen muss, weil ich keine Ahnung habe, ob Botch, ob ich gezwungen werde, mit Botch zu kämpfen irgendwann. Oder, aber gut, ich muss Botch jetzt irgendwohin mitnehmen. Wenn ihr da jetzt beim Boss kommt oder so und ich habe Botch weder gelevelt noch ausgerüstet, dann ist das ziemlich harter Kampf nachher.
weil ich dann praktisch mit einer Figur permanent weniger spiele. Wäre also nicht so gut. Kommt natürlich auch darauf an, wie stark dann die Gegner sind. Vielleicht sind sie ja auch angepasst, aber fände ich seltsam. Aua. Giftangriff. Oh, come on, ey. Das gibt's immer noch nicht, widersteht. Also ich hatte hier auch schon länger kein Level-Up mehr gehabt. Relativ lang eigentlich sogar. Naja. Spezialattacke, hoffe es reicht. Nein, es reicht nicht gerade. Abwehren. Eisatem. Müssen wir nach dem Kampf auf jeden Fall mal wieder ins Erholen gehen. Ja, so ein Hit kannst du gerne öfters machen, Rio. Mamma mia. Reicht aber auch nicht. Glaubt ja nicht. Weil das ist der Angriff von Sven gefehlt und Tapeta schon wieder tot. Und Botch auch. Ja, da fehlt einfach noch das Level, dass die HP haben. Und mal wieder erholen. Ach ja. Bisschen repetitiv, vielleicht auch nicht so schön zum Anschauen. Aber mein Gott. Mein Gott. Schlimmeres. Spezialattacke. Giftangriff. Aber nicht vergiftet, yay. So, übrigens, das hier nehme ich am letzten Donnerstag im Monat April vor, auf. Und ich bin ein bisschen zeitstresst, weil ich will dieses Spiel unbedingt bis Ende April fertig haben, weil ich da ein neues Spiel anfangen möchte, wenn es rauskommt. Deswegen werde ich jetzt relativ viel spielen, also die Aufnahmesession ist jetzt gleich auch zu Ende. Ich habe sie zwar unterbrechen müssen, auch zwischen dem und dem letzten, da muss ich eine Unterbrechung machen. Hat man vielleicht auch gleich gemerkt, ich weiß es nicht. Aber es war eine Unterbrechung von ein paar Stunden da, weil ich, hier ging's. Und, aber noch am gleichen Tag mache ich jetzt eben weiter. Diese Aufnahme wird jetzt aber auch nicht mehr so lange gehen, weil der Tag bald zu Ende ist und ich morgen arbeiten muss. Aber ich werde das Wochenende, ist mein Ziel, also Freitag, Samstag, Sonntag, so viel zu spielen, wie es nur geht. Wobei Freitag noch relativ schwierig wird. Aber für Samstag und Sonntag wird so viel getalkt, dass ich das Spiel wahrscheinlich durchspielen werde. Ich hoffe es zumindest, ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel geht, aber ich hoffe es, dass ich zumindest zwei Enden fertig habe. Ich will ja alle Enden zeigen, es gibt drei. Das erste ist relativ fix abgearbeitet, wenn man dann einmal an der Position ist, wo man das halt entscheiden kann. Die anderen beiden werden wohl ein bisschen länger dauern. Ich weiß halt nicht, wie lange man das spielt ab dem entscheidenden Zeitpunkt. Keine Ahnung. Ich weiß halt nur, wo ich aufpassen muss. Alles andere kennt das Spiel ja nicht. Aber das ist mein Ziel. Ich bin auch schon ein bisschen erschrocken, dass wir schon über die 5 Folgen sind. Ich kann ehrlich sagen, weil ich habe nicht die Wallpaper vorbereitet. Hoffentlich reichen die wohl für das komplette Projekt. Also Wallpaper, Thumbnails für die Folgen. Ich hoffe es. Aber wissen tue ich es nicht. Wäre auf jeden Fall super schade, wenn das nicht ausreicht. 108, Tapeta erreicht Level 14. Tapeta erhält Teleport. Watch erreicht Level 14. Teleport? Was ist ein Teleport? Teleport? Kann ich mich jetzt teleportieren? Ja, das ist ja so geil. Dann wäre Tapeta definitiv für immer jetzt meine... Gucken wir mal.
teleportiert zu einer Stadt. Wie geil ist das denn? Kann ich mal aussuchen, zu welcher Stadt? Ich muss das jetzt mal einfach ausprobieren. Tut mir leid, das muss ich jetzt wissen. Tatsächlich? Oh, wie geil! Ja, dann ist eigentlich der Peter jetzt eine Pflicht in der Gruppe zu haben. Krass! Schnellreise! Yay! Das ist ja geil! Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Oh, Adam. Ne, nicht Adam schlafen, aber fast alle. Und wir, oh, verdammt, wir müssen die Folge beenden. Ich gehe zum Speicherpunkt und dann beenden wir die Folge. Wir werden den Kampf ja noch fertig machen. Wir haben Teleport bekommen. Wir haben Teleport bekommen. Wir können uns jetzt. Nice! Gefällt mir. So, dann gehen wir mal eben speichern. Auf jeden Fall, speichern ist für mich ein Erfolg. Freue mich, dass tatsächlich fast jede Folge angesehen wurde. Es wurden zwei Folgen, glaube ich, nicht angesehen. Das waren aber auch Farmfolgen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es zeigt mir, dass es zumindest nicht ganz daneben liege mit dem Spiel. Wobei ich sagen muss, Dungeon Keeper hat scheinbar wesentlich größeres Interesse. Was ich aber auch verstehen kann, weil Dungeon Keeper ist ein verdammt gutes Spiel. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und ciao.